Hiermit möchte ich der Fachhochschule Westküste und der Palmai Foundation recht herzlich für die wunderschöne Exkursion und all die schönen Erinnerungen danken. Für diese unvergessliche Zeit. Sie uns diese großartige Exkursion ermöglicht haben. Für all die wunderschönen Momente, die neuen Freundschaften, die wir schließen durften, möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken. Glaube ich, wäre ich wahrscheinlich niemals freiwillig in das Flugzeug gestiegen und rübergeflogen. Das ist eine Zeit, an die ich mich, glaube ich, für immer gerne zurückerinnern werde. Was ich von der Reise mitgenommen habe, ist, dass so ein Austausch total wichtig ist, denn ich fand es super interessant, den Alltag der amerikanischen Studenten zu sehen und ich war auch sehr beeindruckt von dem riesigen Campus. Ja, was ich auf dieser Reise gelernt habe, ist, dass Leute in unserem Alter dieselben Vorstellungen von der Zukunft, dieselben Erwartungen ans Leben, dieselben Wertevorstellungen haben, wie wir eben auch. Ungeachtet dessen, dass das tausende Kilometer weit entfernt sind und auch trotzdem eine andere Kultur ist als hier in Europa. Und auf jeden Fall, dass wir natürlich ein günstiges staatliches Bildungssystem haben. Dort drüben aber nicht. Dafür genießen die natürlich andere Vorzüge, wie beispielsweise eine große Basketballmannschaft mit Merchandise und eigenem Logo. Natürlich haben wir sowas hier nicht in diesem Ausmaße. Dafür zahlen wir aber auch bedeutend weniger. Und ja, das habe ich noch mal ein bisschen zu schätzen gelernt. Unser Austausch in der UNCW hat mir das amerikanische Studentenleben näher gebracht. Es war interessant, im Unterricht dabei zu sein und das Campusleben hautnah mitzuerleben. Da wir die Studenten auch im Alltag begleitet haben, ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich dieser im Vergleich zu Deutschland ist. Ich bin sehr dankbar für die Exkursion, weil ich so Eindrücke in das Leben eines amerikanischen Studenten gewinnen konnte, die ich sonst nie hätte erlangen können ohne diese Reise. Außerdem habe ich gelernt, dass Fremde einer verschiedenen Kultur innerhalb von wenigen Stunden zu engen Freunden werden können und habe bei tiefgründigen Gesprächen ganz neue Denkweisen kennengelernt, die mich für die Zukunft und mein weiteres Leben sehr geprägt haben. I'm Chloe, and one of my favorite experiences with the German students was back in February of 2020 when we went to the urban farm. Not only did we have fun, but we planted potatoes, and those potatoes were then harvested and given to people in need in our local community. Ein besonderes Ereignis war auch, als wir uns mit dem Dean, dem stellvertretenden Dean und dem Direktor getroffen haben. Es war super schön, dass sich die drei die Zeit für uns genommen haben. Wir hatten ein super entspanntes und lockeres Gespräch, wo wir unsere Fragen stellen konnten und diese drei, die auch echt super beantwortet haben.
My name is Jordan. I had a great experience with all the girls and Dr. Reinhardt. It was awesome getting to show them around, you know, this is where we go, this is what we do. Exploring our different cultures, you know, just we were all learning new things, which was pretty awesome in my opinion. And I made lifelong friends. I had never been impacted in such a big way. Das Highlight der Reise war für mich die Abwechslung zwischen Uni und Freizeit, so dass wir die Studenten in ihrem Alltag begleitet haben, aber auch in amerikanische Unternehmen reinschnuppern konnten, wie auch der Flughafen in Wilmington, wo durch Zufall wir auch, während wir die Feuerwehrstation besichtigt haben, ein harmloser Feuerwehrauftrag auftrat, sodass es einfach total echt und authentisch war.